nun aus Start frei. Start ist frei für unser fünftes Rennen für den Preis von Wissembourg mit insgesamt 11 Teilnehmern bestimmt. Diese erste Viererprüfung am heutigen Abend, wir werden gleich noch eine haben. In beiden gibt es eine garantierte Mindestauszahlung von 3.333 Euro. Wir sehen hinter dem Auto die 1 No Newport mit Thomas Boss, die 2 Lady Gustine und Danny Brauer, die 3 Modi Marco Menger, die 4 Kitty de Source, Robin Bott, die 5 Liberty Massa mit Dion Tesseler, die 6 Eagles Buff Michael Nimczyk, die 7 Marillion's Best Dieter Brüsten, die 8 Fast Manias und Erwin Bock, die 9 Maurits Franz Erjantas, die Jürgen Zin Orlando Attack, Jochen Holsch und die 11 Hot Red Dynamite Daniel Plus. 50 Meter jetzt noch bis zur Startmarke und das war der Start zum Preis von Wissembourg. Liberty Mazar mit dem besten Start geht hier an die Spitze des Feldes. Die Messer marschiert hier durch den Bogen. Außen um ein Großteil der Gegner herum kommt bis an die fünfte, sechste Position. 19:3, die erste Zwischenzeit. Liberty Mazar hat sie ausgelöst. Ganz außen Orlando. Attack setzt seinen Vormarsch fort, wird jetzt allerdings von Lady Gustini in Empfang genommen, die ebenfalls vorbeigeht an Liberty Mazar und hier ist auch Orlando Attack den Weg an die Spitze verlängert und aktuell wieder unmöglich macht. Lady Gustini vorn, dann innen Liberty Mazar außen hängen geblieben, jetzt Orlando Attack und dahinter an vierter Stelle, das ist Eagle Sparf. Rang 5 gehört Kitty de Source, außen daneben dann Fast Manias. Liberty Mazar, Fast Manias außen. Modi haben wir inzwischen nach einem Fehler verloren. Zielgerade ist erreicht und Lady Gustine im Vorteil. Dahinter Liberty Mazar und Orlando Attack kommt da im Moment nicht weiter, muss dem Pensum Tribut zollen. Aber Eagles Buff kommt weiter, wird aus dem Rücken genommen und attackiert. Angriff jetzt auch von Liberty Mazar auf Lady Gustine. Liberty Mazar gewinnt gegen Lady Gustine. Brauer einmal für ihr auf den ersten beiden Plätzen. Rang 3 für Kitty des Hus, dann Eagles Buff und dann Marillion's Best vor dem Rest. 14:0, der letzte Abschnitt. 5. Rennen gewinnt Liberty Mazar, seine Partnerin, eine 3-jährige Maharaja-Stute aus der Zucht und auch aus dem Besitz der Écurie du Mazar. Und wir gratulieren. So, Dion, die Stute ist sehr brav, sagtest du gerade, da können wir in Ruhe sprechen. Starker Erfolg, die Steigepferdin hat das Tempo gemacht und war immer viel Tempo im Rennen. Viel Tempo, nein, ich schaue, ich habe es gut gemacht, also schön Kampf, bei Stau, wirklich sehr gut. Hast du gedacht, dass du es noch schaffst, oder weil Lady Gustine hat ja vorne auch immer wieder angezogen? Ja, weil ich habe es seiner Rubrik, wenn ich rausgucke, dann gewinne ich das auch. Gut, natürlich. Du hast gleich noch eine gute Chance, dein drittes Rennen des Tages zu gewinnen. Da steuerst du King Hadler, einen Schimmel, mit dem du hier bereits gewonnen hast. Wie siehst du gleich deine Chancen? Ja, ich finde, deine gute Behandlung ist mal gut. Super. Also, eine klare Ansage von Dion Tesseler. Vielen herzlichen Applaus für Dion Tesseler und Liberty Mazar.